Aber der hat ziemlich gut gespielt für seinen Level 3. Oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich weiß es auch nicht. Aber das Riesenskelett hat schon so ein bisschen reingehauen. Das Riesenskelett war echt nervig. Weil der hat halt dann auch immer die Bombe, die dann übrig geblieben ist, die hat dann halt auch einfach immer unseren Bombenturm mitgenommen. So, wir warten wieder, bis der Gegner irgendwas macht. Okay, ein Prinz. Super, das Skelette. Bomber hinterher. Drachenbaby. Oh Gott, nein, das war natürlich ein bisschen zu wenig. Hallo, Drachenbaby? Okay, unser Drachenbaby mag hier nicht nach links rüberziehen. Der Mini-Packer erledigt hier fast unsere Musketierin. Das war's für den Bombenturm in der Mitte. So, jetzt müssen wir langsam an die Sache rangehen. Wir haben schon 220 Trefferpunkte von unserem äußersten Arena-Turm verloren. Was mache ich jetzt? Bombenturm in die Mitte, um den Riesen abzulenken und ein paar Skelette hinterher. Mal schauen, ob der unseren... Da kommen ein paar Luckys. Weißt du was? Die pfeile ich jetzt einfach. Genau. So, dann bleibt unser Bombenturm hoffentlich noch ein kleines bisschen bestehen. Dann bauen wir hier mal Elixier auf und warten auf einen Konterpush. Oh, oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Jetzt habe ich natürlich meine kleinen Skelette nicht. Jetzt habe ich meine kleinen Skelette nicht. Das ist jetzt fatal. Oh Gott. Das waren viele, viele Lebenspunkte rechts. Können wir jetzt aber mit den kleinen Skeletten den Mini-Packer ablenken. Das war's auch für den Mini-Packer. Er bedankt sich auch. Und wir sollten jetzt nochmal langsamer an die Sache rangehen. Bombenturm auf der rechten Seite. Dann gehen wir Riese auf der linken Seite. Drache hinterher. Ja, war die richtige Entscheidung. Hätte ich jetzt den Bomber hinterhergesetzt, hätten die Luckys den hier fertig gemacht. Dafür haben wir jetzt einen Riesen auf der linken Seite und einen Babydrachen hinterher. Und er hat praktisch sein Elixier vorher auf der rechten Seite verschwendet. Bombenturm ist vermutlich natürlich auch nicht die beste Variante hier, um den Prinzen abzulenken. Aber es hat geklappt, weil ich wieder mal bei meinen Skeletten nicht war. Und läuft ganz gut hier auf der linken Seite. Oder kommt eine Walküre? Das erste Mal, dass er seine Walküre hier zeigt. Jetzt schauen wir mal, warten wir. Jetzt kommt wieder Mini-Packer. Selbe Routine wie das Skelette hin. Wir könnten jetzt auch defensiv hier warten. Oder wir gehen auf der linken Seite nochmal ein bisschen push-mäßig rein. Keine Ahnung, warum er da meinen Arena-Turm gepfeilt hat. So, wir ärgern ihn jetzt einfach mal. Jetzt machen wir Bombenturm auf Bombenturm. Sachen gibt's. So ein bisschen ärgern. Rechts wieder Mini-Packer. Nein, tut mir leid, das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Es wird auch nicht funktionieren. Wieder Bombenturm auf Bombenturm. Unser Riese dreht ab. Soll mir gleich sein. Das war's. Gerade so gewonnen. Mit ein bisschen mehr hätten wir vielleicht den Gegner dann doch noch... hätten wir ihn dann doch noch drei Kronen können. Shadow King von Champion 2. Gut gespielt, würde ich sagen. Und wir brauchen immer noch 5 Kronentruhen, Kronen, um die Truhe zu öffnen. Das dauert noch ein bisschen. Letztes Mal lief es etwas besser. Also ihr seht schon, je höher man kommt, desto schwieriger wird es auch. Mittlerweile 5 Sekunden Wartezeit sogar. In der Knochengrube gegen King Holt. Oder King Holt. Seid ihr das Glück Holt, King Holt? gleich mal hier einen Push auf der linken Seite. Das probieren wir mit Skeletten abzuwehren. Und einen Bombenturm. Der macht hier hoffentlich... Oh, der Prinz ist besiegt. Und der Ritter dürfte nicht so viel Schaden machen. Oh, der Feuerball. Ich glaube, das war Verschwendung. Das war echt Verschwendung von ihm. Der hat sehr, sehr wenig Schadenspunkte hier gemacht. Und unser Drache hier aus der Verteidigung macht da definitiv noch mehr Schaden auf dem linken Arena-Turm. Rechts kommt ein Riese, den wehren wir mit einer Musketierin ab, würde ich sagen. Und noch ein paar Bogenschützen hinterher, weil der Riese hat natürlich sehr, sehr viele Lebenspunkte. Der dürfte hier unseren Turm locker besiegen. Ein Drache links, ganz schlecht. Ich habe nichts, um den Drachen abzuwehren. Rein gar nichts. Rein gar nichts. Heieiei, da muss ich jetzt unser Turm komplett drum kümmern. Und wir haben jetzt links den Riesen und ich werfe jetzt noch einen Bomber hinterher, damit wir da wenigstens ein bisschen was rausziehen können, ein bisschen Konterpush dafür, dass er sein Elixier hier verbraten hat. Gegner hat den Kampf verlassen und erneut aufgenommen. Er hat anscheinend Verbindungsprobleme. So, wir haben den ersten
Den ersten Stern haben wir geholt und meine Pfeile haben ganz knapp die Bogenschützen verfehlt. Bombenturm und Skelette vorne weg. Ja, sehr gut. Hat gut geklappt. Skelette haben wieder den Prinz abgelenkt. Unser Bombenturm hat wieder Schaden gemacht. Und das war's für den Prinzen. Er hat wieder einen Feuerball verschwendet. Würde ich sagen, da kommt ein Ritter. Den schießen wir mit der Musketierin ab. Ich hoffe mal, die packen das gemeinsam. Ja, schaut mal, wie viel Schaden die Musketierin macht. Einen Schuss hat er abbekommen. Hoffentlich dreht er jetzt nicht ab. Ja, sehr gut. Er schießt auf die Musketierin. Die hat auch ordentlich Schaden hier noch ausgeteilt auf das Drachenbaby. Dann gehen wir rechts hin und holen uns den rechten Turm. Oder holen ihn uns auch nicht. Meine Pfeile waren natürlich wieder viel zu spät. Das hätte es gar nicht gebraucht. Und wieder ein Prinz. Hinten hin ein paar Skelette. Und da kommt er mit vollem Push hier auf uns. Unsere Musketieren macht wieder Schaden. Und noch ein Babydrache. Wir müssen den jetzt... Oh, 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 das wird knapp. Wir müssen den um alle... Wir müssen jetzt alle Register ziehen und müssen den verteidigen, den Turm. Wir haben nur noch 18 Sekunden. Sehr gut, sehr gut. Der Prinz darf hier nicht durchkommen. Wir brauchen... Wir werfen jetzt sicherheitshalber unseren Bombenturm hin, damit die für den Fall auf unseren Bombenturm laufen. Genauso wollte ich das. Dann noch ein paar Pfeile hier rein. Puh. Da haben wir es doch noch über die Zeit retten können. 112. 112 Trefferpunkte hier nur noch an unserem linken Arena-Turm. Knappe Sache hier. Ganz knappe Sache. Und wir sind wieder nur eine Krone weitergekommen. Du kannst keine neuen Truhen erhalten. Ja, aber ich möchte gerne meine Kronentruhe. Ihr seht schon, drei Kronen werden jetzt immer schwieriger. Wir haben Masato von Angechida. Okay, nein, ich lasse das lieber mit meinem Japanisch. Und jetzt hat es gerade geklingelt. Ich muss jetzt einfach hier mal weiterspielen. Das ist mir jetzt egal. Wir kämpfen links gegen den Packer wieder mit Skeletten. Probieren hier rechts den Kampf. Ja, das dürfte klappen. Unsere Musketierin hat hier leider das Zeitliche gesegnet. Die Minions dürften auch alle mit einem Schuss fertig sein. Warum habe ich jetzt Bogenschützen gesetzt? Weiß auch nicht. Das war jetzt relativ unnötig. Aber wir haben am rechten Turm schon relativ viel Schadenspunkte gemacht. Unsere Bogenschützen dürfen da jetzt auch noch ein oder zwei Schüsse abbekommen auf den gegnerischen Turm. Und jetzt kommen hier ein paar kleine Skelette. Die dürften alle unser Turm erledigen. Ich werfe aber trotzdem zu sicherheitshalber noch unseren Bombenturm dahin. Mal schauen, womit der Gegner jetzt dann so ab sofort auffährt. Da kommt ein Riese und ein Minipack auf der linken Seite. Die wehren wir ab mit Musketieren, die hier wieder richtig viel Schaden macht, und ein Babydrache. Und auf der rechten Seite kommen hier relativ viele Skelette, aber das dürfte eigentlich unser Arena-Turm dürfte das schaffen, das durchzuhalten. Genau. Ganz knapp noch den Riesen vor die Musketieren gesetzt. Klappt super hier. Setzen wir noch was nach? Setzen wir noch was nach? Nein, nein, wir warten jetzt lieber mal. Genau, sonst hätte er das vermutlich auch noch getroffen. Ich setze schon mal im Vorhinein die Bogenschützen rechts hin. Dann bauen wir hier so einen kleinen Push wieder auf. Vielleicht einen Bomber links hin, aber die Skelette dürften eigentlich nichts. Ja, die Skelette machen überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Dann Musketieren rechts hin und einen Babydrachen, um hier den rechten Turm anzugreifen. Okay, okay, läuft ganz gut. Hexe haben wir auch gleich ausgeschaltet. Da kommt ein Riese, wir setzen einen Bombenturm hin und ein paar Skelette, um den Riesen zu besiegen. Und dann noch den Bomber hinterher. Und jetzt gehen wir volle Pulle vorne drauf. Ja, das dürfte hinten alles ganz gut abgesiegelt sein hier. Schon wieder einer, der meinen Bombenturm feuerballt. Lohnt sich nicht wirklich, muss ich euch sagen. Lohnt sich nicht wirklich. Die Minions haben auch das Zeitliche gesegnet. Die drei Kronen dürften wir jetzt sicher haben. Über den Minipacker soll ich mich drum kümmern? Nein, das ist mir jetzt egal. Ich habe nur... Ja, ja, okay. Kein Stress. Alles geklappt. Alles geklappt. Puh, gutes Spiel. Drei Kronen. Er ist jetzt ganz sauer. Der Japaner ist sauer. Tut mir leid. Drei Kronen geholt. Eine Krone steht noch aus. Ja.
Das funktioniert ganz gut, aber ehrlich gesagt, ich bin noch am Überlegen, so richtig krass hat sich der Bombenturm jetzt noch nicht bewährt. Oder was meint ihr? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So ultimativ, aber es kann auch daran liegen, dass wir bis jetzt nicht so wirklich den Gegner hatten, die zum Beispiel mit Hexen dann gekämpft haben.